Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich war ich nie. Herzlich willkommen zur 5. Folge des Kreativdepot Podcast. Nachdem wir letzte Woche erfahren durften, was Pete zu Stempelkissen im Allgemeinen gelernt hat, geht es diese Woche um Distress-Oxide im Speziellen. Was macht sie so besonders und wie wendet man sie am besten an? All dies und noch viel mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Okay. Okay. Dann erstmal herzlich willkommen. Guten Tag. Zur Folge 5 von Ausgestanzt und Ausgefragt. Ja, willkommen. Ich sitze hier wieder zusammen mit Jess und wir thematisieren heute nochmal das Thema Stempelkissen. Und zwar die Oxide. Das hatten wir ja in der letzten Folge einmal kurz angeschnitten. Genau, dass man da ja so ein paar Möglichkeiten hat, die zu benutzen. Ja, und das wollen wir heute mal ausprobieren. Ja, ich habe dir 3 Farben mitgebracht. Ja. Damit wir auch ein bisschen rumklingen können. Und ein bisschen Schablonen und Bürsten. Ich sehe sie hier schon. Also ich denke auch so, kennen muss ich mich jetzt nicht mehr heute Abend. Das, sagst du. Ja, ja, nee. Aber die sind wahrscheinlich, so wie sie aussehen, so ein bisschen zum Verwischen oder ähnliches da, oder? Ja, genau. Gibt es die in verschiedenen Größen oder sind das jetzt alles Einheitsgrößen? Nee, wir haben die mittlere Größe, habe ich mitgebracht, aber die gibt es auch in klein und in ganz groß. Also ich glaube, wir haben 5 verschiedene Größen im Shop. Ah, okay. Ja, wenn du mal möchtest, nimm dir einfach eine Farbe und nimm dir eine Bürste und versuch mal dein Glück. Also ich nehme dieses Sugar, das klingt eigentlich ganz nett. Oh, das ist sehr rosa. Ja. Ich nehme es trotzdem. Und in eine Bürste und dann? Genau, gehst du mit der Bürste einmal schön in das Kissen. Okay. Und bürstest, genau, ein bisschen doller, ein bisschen, kannst richtig, du schön kreisen. Richtig rein, ja. Richtig kreisen, ja, genau. Zähne putzen. Mhm. Und dann gehst du damit schön auf dein Blatt Papier. Einfach so mal im Langziehen? Ja, versuch mal. Okay. Da passiert jetzt noch nichts. Doch, das siehst du nur nicht, weil du rosa genommen hast. Ja, doch, jetzt. Und es ist ein bisschen hell. Es schimmert durch. Und umso mehr du drückst, umso kräftiger wird es. Du musst ein bisschen mehr Farbe nehmen. Er war ein bisschen zaghaft. Ich will ja auch nichts kaputt machen. Nein, das machst du nicht. Genau, siehst du? Jetzt hast du es. Jetzt. Sieht aus wie so ein Pausbäckchen. Auf weißem Grund. Du musst vielleicht noch ein schönes Gesicht drüber malen. Stimmt. Ja, und bei dem ist es so, umso doller drückst, umso mehr Farbe bekommst du natürlich. Wenn du aber weniger drückst, ist es natürlich halt so leicht. Und dadurch kannst du gut schöne Übergänge machen. Ah. Du kannst leicht anfangen und einfach halt so das schön ist so ins verläuft Dunkle. Quasi. Genau, genau. Schön. Das machen wir mal ein bisschen. Sieht aus, als wenn du Haare kämmst, ne? Ja, so ein bisschen. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen ja, so. Ja, glaube ich. Als wenn ich Junior die Haare kämme. Papa, lass das. So, das haben wir jetzt. Was können wir damit noch so Schönes machen? Du kannst jetzt eine zweite Farbe aufmachen. Ja. Und nimmst eine neue Bürste, bitte. Natürlich, sonst verschmiert das quasi. Ja. Wie kriegt man die denn sauber, die Bürsten? Gibt's da auch einen Trick? Ich mache die unter Wasser. Unter Wasser einfach fließen? Ja, einfach ein bisschen unter Wasser und dann lasse ich die trocknen. Ich weiß nicht, wie das andere machen, aber ich halte sie einfach ein bisschen unter Wasser und mache die ein bisschen sauber und dann. Okay. Ja. Das ist ja noch einfach. Ja. Hätte ja auch sein können, dass man da auch jetzt wieder ein Spezialkissen, sag ich mal, hat oder irgendwas zum Reinigen speziell nehmen muss. Ab und zu ist es auch so, dass ich, wenn ich ein bisschen faul bin, dann versuche ich einfach halt die Farbe so lange rauszubürsten auf dem Papier, weil man sie dann nicht mehr abfärbt. Ah, oder so. So wie man es mit einer Malerrolle auch gerne mal macht oder so ein Pinsel. Ja. Einfach so lange pinseln, bis genau, nichts mehr kommt. Bis nichts mehr kommt. Dann ist er sauber. So, pass auf. Und jetzt nimmst du genau neben deinen rosanen Fleck, versuchst du mal dein lilanen ranzuklatschen. Ich klatsche mal. Oh, das siehst geht leichter. Sieht man auch besser, ne? Das siehst man du auch, jetzt besser. Da ja. Siehst du jetzt auch richtig den Unterschied. Wenn du leicht rüber gehst, wenn du doller rüber gehst. Ja. Und versuch mal zu kreisen. Ich kreise. So, jetzt sieht man richtig. Ja, jetzt wird es auch eine schöne Struktur. Jetzt nimmst du die Struktur vom Papier an. Hier habe ich jetzt sehr doll aufgedrückt, wie man sieht. Mhm. Am besten nimmt man auch Aquarellpapier. Wir haben dann mal unser normales Hausmarkerpapier benutzt. Ja. Deswegen siehst du wahrscheinlich auch ein bisschen die Struktur. Und jetzt ist es aber so, jetzt versuchst du mal, weil die beiden ja ziemlich gut nebeneinander liegen, die beiden zu vermischen. Auch mit dieser Bürste? Ja, so? Mach mal. Ich vermische mal. Weil bei Oxiden ist das Schöne einfach halt, dass du diese Übergänge
super harmonieren kannst. Ja, es verläuft quasi jetzt ineinander schon. Genau. Ich will auch nicht zu weit rein, dass das Rosa auch noch überbleibt. Nee, aber da genau, da in diesem rosa-lilanen Bereich siehst du einfach halt, dass es super der Übergang ist. Ja. Das sieht schön aus. Also der Übergang zumindest. Ja. Gefällt mir. Jetzt nimmst du nochmal das blaue, graue. Ja. Und dann kannst du das wie in einem Dreieck über die beiden Farben rum, also raufsetzen. Er ist sehr ordentlich. Er nimmt für jede Bürste wirklich auch, denn das andere ist das Stempelkissen. Ja. Ja. Du hast drei Bürsten hingelegt, du hast drei Stempelkissen hingelegt. Ja, also ich glaube nicht, dass jeder das hört. Also mein Mann hätte wahrscheinlich das nicht verstanden. So, einmal darüber. Hier einmal. Jo. Genau, das machst du schön leicht. Auch schon überlaufend quasi? Ja, kannst du gerne machen. Ich mag das Geräusch. Hört ihr das? Bestimmt. Ja, aber ich finde, da siehst du es richtig gut, diesen Übergang von allen dreien Farben. Das stimmt. Also, ja, interessant. Ja, ich finde da, also für Übergänge sind Oxide total super. Das kriegst du kaum anders irgendwie halt so schön hin wie mit Oxyden. Ich habe das schon mal gerätselt. Das war auch mal irgendeine, war es eine Karte oder war es sogar eine Box? Da war das auch so und da habe ich noch gedacht, das sieht so auf den ersten Blick aus, als wenn es mit einer Spraydose oder ähnlichem gemacht ist. Ja. Oder als wenn du da irgendwie mit Kreide oder ähnlichem arbeitest. Mhm. Das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge. Das hat ja auch so sowieso auch beim Stempeln so einen Vintage-Touch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn du jetzt zum Beispiel auf deine bunte Fläche ein bisschen Wasser raufspritzt bzw. tupfst, dann verläuft das noch mehr. Ah, okay. Ja. Dann kriegst du über so kleine, schöne Punkte. Okay. Ich habe dir eine Sprühflasche mitgebracht. Ja. Du musst einmal die aufmachen. Ich glaube, ich habe die nämlich zugemacht. Open. Ja. Ja. Und dann sprüh mal ganz leicht. Na, kommt schon. Jetzt. Siehst du das? Und du könntest jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Wasser einfach nur in deine Handfläche machen. Ah, okay. Oh ja. Und drauf knallen. Ja, jetzt sieht man das jetzt. Kommt richtig so ein Silbereffekt so ein bisschen mit durch, zumindest hier beim Lila, dann sieht man das so ein bisschen. Ja, also es braucht ein bisschen, aber dann kommt es. Ja, es sprudelt quasi auf. Ja, also direkt mit der Sprühflasche geht schwierig, so. Ja, weil du zu viel Wasser und auf so einer Fläche hast, aber wenn du das in die Hand spritzt und dann wirklich halt tropfst. Ah, auch wieder so ein Trick. dann finde ich, ist es ein ziemlich cooler Effekt. Das theoretisch, ich denke gerade so, weil die Bürste ist sehr fein. Man könnte jetzt ja auch eine saubere Bürste einfach nass spritzen und dann kannst du ja auch könntest ordentlich du auch, mit sprenkeln. Oder mit einem Pinsel kannst du es natürlich Pinsel, auch. Oder Pinsel, ja klar, ja, genau. Das geht auch. Ja, ja. Cool. Und da siehst du das, also diese Übergänge und Verläufe, die haben echt schon was. Ja, auf jeden Fall. Dann kannst du einmal die Farbe, nee, den Rosa nehmen wir nicht, das sieht man ja so schlecht. Nimm mal das Lilane bitte. Ja. Dann nehmen wir dann die Bürste. Den ganzen ein bisschen Farbe da mal rauf machen. Hier auf die Folie? Ja. Okay. Dann machen wir ein bisschen Wasser rauf. Ja. Und dann drehst du die Folie um und ziehst sie übers Blatt. Ah. Einmal hin und her. Ein bisschen verschmieren. Siehst du? Das ist ja faszinierend. Das ist jetzt einfach so eine Verpackungsfolie, die hast du jetzt von einer Schablone. Von einer Schablone genommen. Genau. Ja, Trick 17, würde ich sagen. Habe ich einfach, also hast du ja ein bisschen Oxydefarbe drauf gemacht. Ja. Willst du mal versuchen? Ich versuch's mal. Mach mal. Ich nehme nochmal ein bisschen Farbe. Oh, das ist ja interessant. Jetzt hast du ja richtig so einen Aquarelleffekt. Genau. Und der sieht wirklich klasse aus. Kennt ihr noch diese Bilder, die man mit einem Luftballon gemalt hat, also wo man einen Luftballon, aufgepustet natürlich, bemalt hat und dann abgedrückt hat? Der Verlauf ist ähnlich. Da hat man ja nur noch mit einem Filzstift dann die Schnur drunter gemalt. Oder anderes Beispiel, diese Schmetterlinge, wo man ein Blatt gefaltet hat, nur eine Hälfte bemalt hat, die Hälften zusammengeklatscht und wieder aufgeklappt hat. Und schon hatte man so einen schönen Schmetterling. So ähnlich ist der Verlauf zu beschreiben. Für mich als ehemaligen und passionierten Comiczeichner
wären das ideale Hintergründe gewesen, zum Beispiel für den Himmel in so einem schönen Blau und dann in diesem Verlauf wunderbar. Und weil wir gerade im Break sind, machen wir jetzt erstmal weiter mit unseren wöchentlichen Herzüpfern. Also was unsere Lager- und Bastelfeen aus dem Kreativdepot diese Woche eine besondere Freude gemacht hat. Mein Herzhüpfer diese Woche ist die Versandbestätigung für unsere neuen Geheimprodukte. Mein Herzhüpfer ist die Nachlieferung von dem Designpapier Hühnerparade. Mein Herzhüpfer diese Woche sind die neuen Kulirofarben. Mein Herzhüpfer der Woche ist das Papier Osterhäschen Kartenbogen. Mein Herzhüpfer diese Woche war, dass wir unsere ganzen Stempelkissen neu sortiert und alle schick neu eingeräumt haben. Mein Herzhüpfer die Woche ist, dass das wunderschöne Eierparade-Stempelset reingekommen ist mit den super tollen Stanzen dazu. Mein Herzhüpfer der Woche ist, dass für euch jetzt auch unser Podcast auf YouTube verfügbar ist. Und auch dort habt ihr wirklich liebe und tolle Kommentare hinterlassen. Vielen Dank dafür. Und nun geht's weiter mit dem Aquarell, was wir ja mit einer Verpackungsfolie gemacht haben. Das ist besser als getuscht. Also ja, definitiv. Beim Tuschen kriegst du nicht so eine Verläufe hin. Nee. Nee. Und vor allem, wer hat noch einen Tuschkasten zu Hause? Also ich nicht. Höchstens von den Kindern, ja. Nee, doch habe ich. Aber also das sind so Art Kulirofarben. Das ist also, ja. Noch wieder was anderes. Ja, also da ist eigentlich ein Tuschkasten für Erwachsene. Okay. Also ich kenne halt nur noch von Junior, der hat so einen typischen Pelikan-Tuschkasten, ja, mit denen, ich weiß nicht, was sind das, 12, 18 Farben? Ja, je nachdem, ich glaube 12 und 24, glaube ich. Oder 24, das, genau. Ich glaube, ein 36er gab es auch damals. Da warst du aber richtig dann special. Dann warst du, das ist so wie zwischen Pelikan und Lamy-Füllern. So, ja. Die Lamy-Füller hatten, das waren so die Könige in der Klasse. Das stimmt. Und genauso, wenn du den 36er Tuschkasten und Deckweiß hattest. Deckweiß warst du, dann warst du Kaiser. Dann warst du King, Kaiser, Königin, also dann wollten sie alle mal. Aber kennst du noch diesen roten Holzfüller? Da stand immer Thomas drauf. Der war Holz und hattest du. Ich glaube, da war ich in der zweiten, dritten Klasse oder so was. Und da fingen 2, 3 Kinder damit an. Und das waren echt so, Das Bemerkenswerte, sag ich mal, das Merkwürdige eigentlich eher war, denn diese Lamy-Füller hatten lange Patronen. Ja, genau. Und ich war auch Pelikan-Nutzer, da hattest du 2 normale, sag ich jetzt mal, 2 kleine Patronen drin. Und dann hast du eine Patrone für mich. Ja, aber die passt bei dir nicht. Oder umgekehrt. Ja. Ja, doch, das wird noch gehen mit einer kurzen beim Lamy, das wird noch gehen, aber umgekehrt ging nicht. Nee, das ging nicht. Die passten nicht. Nee. Und dann haben wir alle wie verrückt damals die Kugeln aus den Tintenpatronen. Das macht meine Tochter heute noch. Gesammelt. Die hat die ganze gesammelt. Federmappe war damit voll. Die hat auch ganz. Ich war ein bisschen krass drauf. Ich hatte da so eine Macke. Und zwar, weiß nicht, ich hatte, glaube ich, 5, 6 Füller mit unterschiedlichen Stärken und mit unterschiedlichen Farben drin. Oh. Ja. Das lassen wir einfach mal so stehen. Da war ich auch das eine Mal beeindruckt. Da hatte eine Klassenkameradin grüne Tinte. Habe ich vorher noch nie gesehen. Aber mit grün schreibst du richtig krakelig. Also das habe ich immer so gehabt. Mit blau hatte ich die schönste Handschrift. Mhm. Und bei schwarz ging so. Und wenn ich mit grün geschrieben habe, war echt nicht schön. Oh. Die allerschönste Schrift hatte ich tatsächlich aber mit rosa. Rosa? Ich hatte rosa. Rosa Tintenfarbe. Ja, auch nicht schlecht. Und lila. Das war schon... Gut, warte, wir müssen zu den Oxyden zurück. Die Oxyde. Wir haben hier Schablonen ja auch noch liegen. Genau. Was macht man Schablonen damit? Die Schablonen machst du fest, also eigentlich mit Washi-Tape. Kannst du die schön immer auf das Papier, beziehungsweise es gibt ja so ein schönes Masking-Tape. Da kannst du die auch mitmachen, weil dann reißt das Papier nicht so, wenn du das Tape wieder abziehst. Ah, okay. Bei Washi-Tape kann es sein, dass du das Papier kaputt machst, wenn du das machst. Ach so, dann ziehst du quasi ein Stück Oberfläche mit ab. Genau. Ah, es okay. gibt aber auch so eine Spezialunterlagen mit Magneten. Da legst du, also es ist wie eine Arbeitsplatte, so eine kleine Süße. Legst die Schablone halt drauf, also Papier, Schablone halt drauf, machst es an den Seiten mit Magneten fest, dann kann sie dir nicht wegrutschen. Ah, okay. Und dann kann man nämlich halt auch dann super mit Oxyden über die Schablone rübergehen. Mhm. Das darfst du jetzt gerne mal machen, junger Mann. Was muss ich machen? Du nimmst eine Bürste und gehst einmal schön, wir wenden mal das Blatt Papier. Und dann darfst du mit der Bürste schön über die Schablone mal rüberfahren. Das sind Blätter. Ich wollte gerade sagen, das sieht nach Laub aus. Ja.
Passend zum Frühling. Naja, ja, im Moment lässt der Frühling ein bisschen noch auf sich warten, zumindest hier bei uns in Norddeutschland. Also es ist ganz so ein, kalt, ne? Es ist kalt und grau und grau und gestern mit Schnee und Hagel und heute zwischendurch mal mit aber Schnee. Aber dann, ja genau, dann scheint aber wieder total die Sonne. Und dann, ja genau. Und also die richtig, brennt dir eigentlich so, Aprilwetter. Brennt dir denn so die Stirnhaut drin weg, weil die dann doch schon so viel Kraft hat? Ja. Und auf einmal kriegst du wieder Schnee ins Gesicht, wo du denkst so, Ja, ich wollte eigentlich schon mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, aber das spare ich mir noch. Ich fahre brav mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wie lange fährst du mit dem Fahrrad? Eine Viertelstunde, das geht noch. Also ja, sind 4 Kilometer. Bei mir sind es 6, 7 ungefähr. Ja, ist auch nicht, denn wenn du einmal losfährst, ist auch scheißegal, wie viel. Dann ist es egal. Ja, ist egal, dann ist es egal. So. Na, dann hau mal rein. Ich hau mal rein. Und schön kreisen. Immer schön in Kreisen arbeiten. Jetzt muss man anscheinend aber auch mehrfach ansetzen, ne? Mit dem Stempelkissen. Wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Schablone voll haben willst. Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Also, pass auf, ein Tipp, du fängst immer von außen an rein zu kreisen. Okay. Das ist eigentlich halt immer so, weil du dann besser die Farbe kontrollieren kannst. Ja, gut, okay. Ja, pass auf, ich nehme mal lila. Ja. Einmal schön ran. So, und dann fange ich von außen an. Ja. Ganz leicht. Und gehe erstmal schön in die Mitte. Und dann wieder kreise ich zurück. Und wieder nach oben. Und wieder in die Mitte. Mhm. So, umso öfter ich ja rübergehe, über die Blätter, umso mehr Farbe kriegen sie ja schon automatisch. Ja, ja, verteilt es dann ja auch nochmal mehr. Also ich mache quasi, ich fange an, eigentlich von außen einen Kreis reinzuziehen und vergrößere meinen Kreis immer mehr. Ah. Habe ich das gut erklärt? Ja, doch. Ich weiß es nicht. Doch, so, doch. Und jetzt ziehen wir hoch. Guck an. Aber da haben wir jetzt auch wieder so einen schönen Verlauf. Also ich hatte jetzt ja hier dieses, wie hieß das noch? Weathered Wood. Verwittertes Holz. Das ist eine richtig schöne Farbe. Oh, ja, die gefällt mir. Ich liebe die Farbe richtig toll. Ja, also ich habe jetzt, also Piet hat von der einen Ecke reingearbeitet und ich habe von der Seite mich rangearbeitet von ihm. Und ja, dann haben unsere Farben uns getroffen und siehst du einfach wieder diesen schönen Übergang. Aber auch jetzt durch den Rand, wir haben jetzt so ein bisschen auch über den Rand gebürstet. Genau. Jetzt hast du wieder diesen Spray-Effekt. Es sieht jetzt gerade wieder so aus, als wenn du mit, dann fragt man sich so, was ist denn das bitte für eine Spraydose, mit der man halt doch so filigran, sag ich mal, sprühen kann. Also jetzt würde es ja, wenn es gesprüht wäre, wird ja die Farbe verlaufen oder das kannst du ja gar das nicht stimmt. so dosieren. Also du hast richtig so ein Spray-Effekt. Finde ich interessant. Ja, und also die Fläche würdest du jetzt einfach ausstanzen. Ja. Oder du würdest erst ausstanzen eine Fläche und dann mit der Schablone darauf arbeiten. Das mache ich halt meistens. Ja. Weil ich dann besser kontrollieren kann, wo ich das halt haben möchte. Mhm. Und ich würde auch nie die ganze Schablone quasi rübergehen. Ja. Immer nur so eckenweise. Pass auf, ich zeig dir das nochmal. Wenn ich jetzt die wieder hinlege, wieder schön mit Vorbild. Dann gehst du wieder von der Seite schön rein, kreisen, 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 kreisen. Lässt du jetzt ein bisschen. Von der gegenüberliegenden Seite fängst du jetzt an gehst und arbeitest entgegen. Dich ein bisschen entgegen. Ja. Und geh noch ein bisschen nach unten. Und das war's dann schon. Ah. Und wenn du das jetzt quasi so ausstanzen würdest, so als Quadrat, dann hättest du nicht überall die Farbe, sondern es würde dann quasi nur von einer Ecke Rand in die andere Ecke Rand rüberlaufen. Mhm. Es wäre nicht zu doll, es wäre aber ein dezenter Hintergrund, wo du noch was rübersetzen kannst. Ja, stimmt. Wenn du jetzt zum Beispiel was stempelst, ein kleines Motiv und das dann ausschneidest, kannst du es einfach halt darüber setzen. Ja. Ja, interessant. Und schon jetzt so einen ganz leichten Hintergrund oder halt auch doller, je nachdem, wie du halt das machst. Ja, gut. Aber jetzt in dem Fall, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir haben jetzt mit diesem Lila jetzt ja die Schablone genutzt. Genau. Haben jetzt so einen Blätterhintergrund. Dann würde ich jetzt zum Beispiel mit dem Weathered Wood das schon ein bisschen kräftiger denn mit dem Stempel denn auftragen, damit sich das wiederum ein bisschen hervorhebt. Oder umgekehrt, weil das ja heller ist, dieses Weathered Wood ist ja so ein gräuliches Grün, sag ich mal, dann wiederum mit dem Lila denn zum Beispiel zu stempeln, dass du den Stempel hervorholst, wenn du jetzt zum Beispiel eine Schrift hast. Ja, das stimmt, wenn du bei denen bleibst. Also ich würde tatsächlich jetzt dieses Versafein nehmen und damit halt dann stempeln, ausschneiden, also in Schwarz ganz normal und einfach halt rübersetzen. Oh ja, oder so, ja. Ja, interessant. Ja. Was ist das hier zum Beispiel für eine Schablone? Die sieht ja auch irgendwie interessant aus. Das ist ein Quadrate. So ein Karo-Muster so ein bisschen, ja, ich glaube, ne? Das heißt
also P-L-A-I-D. Plate, Blatt. Ich kann doch so schlecht englische Sachen aussprechen, Piet. Ich bin da echt ganz schlecht, da bin also, ich gebrannt, Max. Wenn man das jetzt in Rot ausbürstet, dann wäre das so typisch Flanell. Das stimmt, Weihnachten. Ich finde, das ist so ein Weihnachtsmuster. Ja, ja, genau, das ist ideal für Weihnachten. Stimmt. Willst du mal ausprobieren? Das probiere ich mal aus. Dann nehme ich auch mal, ich nehme deine Bürste, weil das möchte ich auch mit Lila machen. Was? Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da kann ja Jever kommen. Soll ich festhalten? Ja, bitte. Ich habe natürlich meine Unterlegplatte mit den Magneten vergessen. Deswegen müssen wir jetzt hier mit Händen und Füßen arbeiten. So, also schön vom Rand. Ja. Und leicht anfangen und immer dann reinkreisen. Und dein Kreis wird dann immer ein bisschen... Das könnte auch zum Beispiel jetzt schon reichen. Also je nachdem, wie du möchtest. Halt. Wenn du sagst, das ist zum Beispiel nur die Fläche, die du machen möchtest, dann sagst du, ist so stopp, ist vorbei, ist gut. Okay, stopp. Ich halte hier fest und dann kannst du jetzt zum Beispiel an deiner Ecke hochziehen, die Schablone, und gucken, ob dir das reicht. Ja, das wird mir schon reichen. Das ist so eine richtig schöne Schattierung, einmal rüber. Genau, wenn das jetzt nicht reichen würde, würdest du einfach wieder rübergehen. Ja. Weil du sagst, ist okay. Ich finde es okay. Würdest du ausstanzen. Ja, super. Happy Birthday drauf machen oder frohe Weihnachten und fertig wäre. Cool. Machst noch ein bisschen Band drumrum oder so. Ja, aber also ich lerne es ja, wie gesagt, von Folge zu Folge immer mehr, wie vielfältig Basteln sein kann und dass wirklich nichts von der Stange ist, dass man wirklich alles selber macht. Also sei es so ein Hintergrund, ja, dann halt durch so eine Schablone und dann halt mit einer Bürste und einem Stempelkissen. Die Schriftzüge, wo ich ja schon mal sagte, so, dass du manchmal denkst, das ist eine schöne filigrane Handschrift, aber was ich ja schon sagte, wenn du 30 Einladungen machst, irgendwann sieht die Handschrift nicht mehr so schön aus, weil du verkrampfst irgendwann. Was ich so schade finde beim Basteln, und vielleicht kennt ihr das halt auch alle, es wird so abgestempelt. Also so richtig so, ach, du bastelst, ah, okay. Was da für Arbeit drin steckt, wie kreativ du eigentlich halt bist, was du für Ideen einfach halt da reinsetzt, wie viel Arbeit. Ja, also mal eben. Ganz ehrlich, und dann fragen die Leute, ja, du willst für 1-2 Euro die Karte, weißt du, das, die sehen das einfach. Die können halt das auch nicht wertschätzen, das hatten wir ja in Folge 1 auch schon mal, dann denken die eher so an Basteln mit Kindern so, denn du sitzt mit deinen Kindern zusammen am Tisch so und ihr klebt ja immer schön zusammen. Ja, richtig. Toll. Aber dass man sich da wirklich hinsetzt und Sachen macht und viel Arbeit drin steckt und auch viel Liebe und Gedanken. Das sehen die wenigsten. Das habe ich ja schon mit meiner gestanzten Box. Die habe ich zum Beispiel ja da bei mir in meinem Regal stehen. Da ist ist sie. Ja, geil. So, cool. Ich bin da stolz drauf. Und da sieht man erstmal, was da für Kraft, sage ich mal auch, und für Energie und Zeit drinsteckt. Ja. Erstmal diese zwei Hälften der späteren Tüte ausstanzen, dass das auch schön filigran ist, dass dann wiederum filigran zusammenkleben, damit das auch einheitlich ist. Und dann wiederum dann noch ein bisschen geschnörkelt, denn das Kärtchen allein, das waren ja schon zwei Schritte. Einmal der Hintergrund, dann das Negativstanzen. Also, da bist du nicht innerhalb von 10 Minuten fertig. Nein. Allein diese Zusammensetzung von Papier und wie du das gestaltest mit dem Band. Und es ist echt viele Gedankengänge, viel Arbeit. Und das wird einfach, finde ich, leider viel zu wenig wertgeschätzt. Ich male mir das jetzt gerade so aus, so. Wenn du, nehmen wir mal das Krasseste, nehmen wir mal eine Hochzeit und jeder kriegt noch so ein Giveaway, so eine Tüte und du hast 150 Gäste und du musst also 150 von diesen Tüten mit Anhänger stanzen, kleben, ausschneiden, eventuell noch was draufstempeln und so weiter. Da bist du ja, weiß ich nicht, eine Woche das gefühlt bei. Das ist Massenproduktion, bei. Das ist wirklich Massenproduktion. Wenn du dann noch normal berufstätig bist, so, dann hast du ja immer nur die Abende oder das Wochenende. Da bist du ja locker dann so einen Monat dabei. Und da musst du noch jemanden finden, der das wirklich halt dann wertschätzt, was du tust. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Die meisten werden wahrscheinlich sagen, ja, danke. Ja, genau. So, Altpapiercontainer, tschüss. Ja. Weil die das gar nicht begreifen, dass das nicht gekauft ist, sondern dass das von da Liebe selbst gebaut ist. Da ist wirklich viel Handarbeit drin, viel Liebe und ganz viele Gedanken. Wie gesagt, ich hatte da auch so nicht die Vorstellung, dass da wirklich wie alle, denn auch? Jeder ich Schritt meine, wenn man sich da selber nicht mit beschäftigt, dann wie eben. Willst du das auch sehen? Ja. Du siehst die Verpackung und denkst, ja, okay, danke, aber woher willst du das wissen, Piet? Mhm. Ja, das, eben. Das ist so, das ist ja auch bei anderen Sachen einfach. Deswegen sitze ich ja hier. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Kann man jetzt noch irgendwie, gibt es da noch eine Steigerung? Kann man noch irgendwas mit diesen
Oxys machen. Oder bestimmt. Ich kenn bestimmt nicht alle Varianten und Formen und was man da alles mitmachen kann. Also leg mich da nicht hier übers Knie. Nein, alles gut. Eins weiß ich noch, du kannst noch mit Washi-Tape arbeiten. Okay. Das kannst du halt auch. Du kannst bestimmte Bereiche abkleben. Die dann nicht machen soll. Und dann kannst du mit diesen ganzen Übungen, zum Beispiel du hast 5 unterschiedliche Farben, die in Regenbogen, sagen wir mal 7, machst du Regenbogenfarben und dann fängst du von außen an und ziehst einmal schön rüber. Ja. Wenn du zwischendurch einfach nur Streifen reinmachst mit dem Washi-Tape oder beziehungsweise mit dem Masting-Tape, die du nachher wieder schön abziehen kannst, hast du einen richtig coolen Verlauf und kannst in den Zwischengängen einfach halt was reinstempeln oder das irgendwie anders muss dann, oder wie gesagt, du hast einfach halt als Hintergrund einfach diesen Regenbogen halt dann. Ja, ist auch nicht schlecht. Wie viele Farben gibt es geschätzt von denen, von den Oxiden? Ich bin der Meinung, dass wir im Shop gerade 75 haben. Ui. Ja. Das ist aber dann schon eine ordentliche Vielfalt. Ja. Doch, also Ranger, der bringt immer meine Farbe wieder raus. Ja. Immer nur eine irgendwie mal so zwischendurch und das ist auch eigentlich richtig cool, weil die Farben auch relativ dann schnell ausverkauft sind. Mhm. Da bin ich auch so ein bisschen am Sammeln. Da gibt es, denke ich mal, auch von bis, also von Pastell über schreiend. Ja, also ich meine, du hast laut. Ja schon fast Pastell, weil wenn du das nicht so doll aufträgst, ist es ja Pastell. Eben, also jetzt gerade auch diese drei Farben, die wir jetzt hier hatten, also wie gesagt, Weathered Wood, also so ein gräuliches Grün, dass die Concord, das ist unser Lila. Ja. Und genau. Unser Rosa schimpft sich nicht Rosa, sondern Spun Sugar. Das ist ja wirklich schon pastellig. Aber da gibt es trotzdem auch jetzt, sagen wir mal, so richtig kräftiges. Bleiben wir mal wieder bei meinem Orange zum Beispiel. Ja, gibt es auch. Also wir haben viele unterschiedliche Orangetöne, genauso wie unterschiedliche Rottöne oder Grüntöne. Grüntöne haben wir richtig, glaube ich, viele, ja. Doch, du hast auch natürlich halt Schwarz, du hast Gelb. Also es sind alle Farben eigentlich echt gut vertreten. Cool. Und du kannst richtig schöne Übergänge mit denen machen und sehr viel rumspielen. Ja, also dem Regenbogen steht da auch nichts im Wege, würde ich sagen. Ob du jetzt rumkläst mit Wasser noch dazu oder irgendwie so ist, oder einfach halt ganz klassisch einfach halt mit einer Schablone da irgendwie halt drüber gehst oder einfach nur Übergänge machst, da kann man schon was mit anstellen. Apropos Wasser, jetzt bei unseren Schablonen zum Beispiel. Ja. Könnte man da jetzt auch so einen Wassereffekt machen oder würde das wiederum das Muster zerstören? Nee, da kannst du auch mit Wasser rübergehen. Okay. Mach das mal. Ich mach das mal. So, ich mach's jetzt auch so wie du. Ich mach's lieber ein bisschen auf die Hand. Also du kannst besser auf jeden Fall das abknallen als ich. Nee, dann warten einen Moment. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Geil, jetzt gucken wir beide auf das Blatt. Wir starren hier gerade und warten darauf, dass was passiert. Doch, aber ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen passiert schon. Da, siehst du es? Ja, in der Mitte. Ja, jetzt kommt es. Ich mach noch mal ein bisschen, kannst du noch? Aber dann ist ja dann auch der Kreativität keinerlei Grenze gesetzt, ne? Also du kannst da auch jetzt noch mit allen möglichen Sachen rübergehen. Ach, das habe ich vergessen, embossen. Das haben wir ja noch gar nicht das Thema gehabt. Ja. Du kannst, ich habe dir das so erklärt, so ein bisschen grob angeschnitten, wenn du embossst. Das ist ja so, wenn du eine gekaufte Karte halt hast und der Schriftzug so glänzt in Silber meistens. Ja, ja, dieses Hervorheben. Ne? Genau, das kannst du ja selber machen. Das ist embossen. Pulver, okay. Du machst Pulver zum Beispiel. Also die Schritte sind, dass du einen Stempel quasi halt dann auf das Blatt Papier bringst, da Pulver rüber tust, das föhnst. Mhm. Am besten in Weiß oder in Clear. Ja. Und dann ist es ja quasi schon ein bisschen erhaben. Das siehst du dann ja auch schon. Ja. Und wenn du dann mit den Oxiden darüber gehst, dann kommt das wieder halt durch. Das heißt, du hast den Schriftzug quasi wieder in Weiß bzw. in Clear. Ja. Und rundherum ist dann die Farbe. Ach so. Ja, auch nicht schlecht. Das ist sehr geil. Das habe ich total. Ich habe im Bossing Pulver vergessen. Ich wollte dir das eigentlich zeigen. Wir sind nämlich heute bei Pete und nicht im Lager tatsächlich. Und deswegen habe ich die Hälfte wieder vergessen, Ignase. Macht nichts. Dafür können wir das ja dann nochmal ausprobieren. Ja, das können wir ja mal schnell anschneiden. Auf jeden Fall. Zwischendurch. Ja, weil das, ich finde echt, also meine Favoriten an dieser Technik mit Oxiden ist wirklich halt das mit dem Schablon und das mit dem Embossing-Pulver. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ja, das mit dem Pulver, dieses hervorstehende Schrift zum Beispiel. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen, Ignase. Alles gut. So haben wir dann nochmal was zu erzählen in der nächsten Folge. Ja, das war so das Thema. Was schwebt dir denn so vor,
worüber wir nächste Woche reden können. Ich würde, glaube ich, bei den Pasten weitermachen wollen. Wenn wir schon gerade so ein bisschen die Schablonen ins Visier genommen haben, ja, würde ich mit dir das Thema Pasten anschneiden und dann einmal das mit dem Embossing-Pulver noch nachholen. Das können wir dann ja damit einbauen. Ja. Yeah. Das klingt nach einem Plan. Ich glaube auch. Sehr schön. Also es war wieder mal sehr interessant, was alles machbar ist, was alles möglich ist. Vor allem jetzt denn, das jetzt auch mal mit dem Wasser auszuprobieren. Daher der Name Oxide. Ja. Dass das so vielfältig ist, finde ich wieder mal sehr, sehr interessant und spannend. Also, ich lasse dich auch irgendeine Folge mal richtig alleine laufen. Ja. Ich packe dir einfach halt alles hin. Du stellst mir was auf den Tisch und sagst so, Piet, mach mal. Mach. Und dann gucken wir mal. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Also Stanzen, Stempeln, ja, das kriege ich, glaube ich, noch so halbwegs hin. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, da müssen wir noch ein bisschen durchgehen und dann springst du ins eiskalte Wasser. Gut, ihr Süßen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich auch. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.